Und damit willkommen zurück zu einem weiteren Guide auf meinem Kanal. In Secrets of the Obscure gibt es wieder Schreinwächter zu finden. Speziell habe ich schon einen Guide inzwischen angefertigt für das Himmelswach-Archipel und nun fehlt noch Amnitas. Der Erfolg ist wie folgt: Fantastische fliegende Füchse. Gehst zum anderen, wo Zahlen dran standen, sind die hier anders aufgelistet, warum auch immer. Und wir müssen also alle finden. Ich habe einen schon entdeckt. Insgesamt sind es 25. Und am Ende gibt es einen Beherrschungspunkt und 10 Erfolgspunkte. Viel Spaß beim Nachvollziehen. Und so starten wir auch mit dem allerersten. Und zwar steht hier Lager der defensiven Operation. Das befindet sich Bastion der Stärke. Und dort im Süden, gerade da, wo ich stehe, kann man mal ein bisschen um die Ecke runterschauen und da sehen wir mehrere Kisten. Die müssen wir alle mit einem Schlag zerstören. Das heißt, wir nehmen hier das Kantholz und hauen einmal ordentlich drauf. Pass auf, wieder hier an der Stelle diesen weißen Lichter. Das bedeutet immer, dass dort irgendwo kleine Büchse sind. Und da sehen wir, das erste Hammer erledigt. Wir sind an der zweiten Stelle, nämlich die Unterwege. Die Unterwege sehen wir hier. Das ist die südliche Insel. Einfach den Wegpunkt nehmen und relativ an diese Stelle kommen. Ja, das ja. Nahbare Auch hier meldet euch wieder auf euren Bastionen. Handholz nehmen. Einmal schlagen. Ergebt euch an eure Büchse sichern. zugewiesenen. Und schon haben wir den Ihr zweiten. Die Stelle Nummer 3 ist prachtvolle Bibliothek von Amnitas. Und da geht man zum Beispiel von Norden rein, hier auf Bastion des Wissens, der Karte. Hier ist die prachtvolle Bibliothek. Und in der Bibliothek gibt es ja mehrere Bücherbänke bzw. Bücherregale. Und an der Nordostseite sind oben wieder hier die Füchse. Das heißt, hier wieder ein Kantholz nehmen, ordentlich draufschlagen und sich über Blut freuen. Das war Nummer 3. Die nächste Stelle ist hier Relikt-Sammellager. Das wiederum auf der Westinsel, Bastion des Obskuren. Und zwar dort im Nordosten Relikt-Sammellager. Und von der Sehenswürdigkeit ein kleines bisschen nach Nordosten gegangen. Das hier auf den Kisten sehen wir, ja, liegen die ganzen Kleinen. Das heißt, auch hier wieder nehmen wir das. Und genießen es, wenn die Füchse hier Ah, umherspringen. Anerkennung. Und damit müsst ihr bei 4 sein. Ich bin eins weiter. Ich bin aktuell bei 5. Der nächste Ort ist bei Lyrs Turm. Lyrs Turm ist hier auf der Nordwestinsel, Bastion des Gleichgewichts, ganz im Nordwesten selbst. Und hier müssen wir auf die inneren Zinnen, bisschen höher, steigen. Also ganz oben auf dem Dach. Und da ganz im Nordwesten nochmal hingehen. Und da sehen wir neben dieser Stelle, wo ich gerade bin, also nochmal der Hinweis, hier finden wir wieder diese kleinen Kisten. Also wir nehmen es und hauen ordentlich drauf und erfreuen uns an Füchsen. Beachtliche Belohnung. Damit habt ihr Nummer 5 abgeschlossen. So, damit sind wir am nächsten Punkt angekommen, nämlich Botanischer Himmelsgarten. Das ist auf der Südinsel, nämlich Bastion des Natürlichen, ganz im Osten. Und da, wo die Sehenswürdigkeit ist, ein bisschen weiter südlich, ist ja hier dieser Brunnen. Und wir sehen jetzt als neues Spiel nicht alles zerschlagen, sondern Kisten anordnen. Wir sehen an jedem von diesen, was weiß ich, Lampen jeweils eine Kiste stehen. Hier stehen zwei. Das heißt, wir nehmen die eine Kiste mit und stellen sie an der Stelle ab, wo noch eine fehlt, nämlich hier. Siehe da, wir kriegen eine Truhe und haben damit jetzt Nummer 6 abgeschlossen. Und die nächste Stelle. Das ist jetzt Nummer 7, Turmschattenlagune. Das ist, wenn wir den Weltenturm, beziehungsweise eigentlich der Bastion des Himmlischen, ankommen. Zwischen der Nord- und Ostplattform ist hier dazwischen ja Turmschattenlagune. Und wenn wir hier uns in Nähe von dem Panorama stellen, sehen wir schon die Kisten. Es ist eine Kiste irgendwo, die sehen wir gerade nicht. Die muss wahrscheinlich hier sein, die können wir aufnehmen. Und natürlich sollten wir hier
in der Mitte eine platzieren. Siehe da, dann haben wir wieder mal Füchse. Und haben Nummer 7 abgeschlossen. So, nächster Ort. Wir sind inzwischen schon bei der 8 angekommen, Kreaturengehege. Das wird zu finden auf der südlichen Insel, Bastion des Natürlichen. Und zwar, das Kreaturengehege ist hier, wir brauchen aber etwas nördlich davon, an der Ostseite. Das heißt, da, Moment, ist das Gehege unter uns. Und hier an der Ostseite darüber sehen wir mehrere Kisten. 4, 3 und hier ist irgendwas. Wir können irgendwo eine Kiste wegnehmen oder mitnehmen. Ich weiß nicht, ich sehe sie leider nicht. Ich würde sagen, hier abstellen. Nee. Hier abstellen. Hier abstellen. Okay. 2 leer, 3, 1 leer, 4. Warum auch immer. Aber ist halt jetzt so gemacht. Und damit haben wir die 8 erledigt. So, nächste Stelle. Speziell, das ist jetzt Nummer 9. Gedenkstätte für was am Sanitätsplatz? Dazu brauchen wir die Insel im Nordwesten. Und hier oben ist ja das. Wir müssen etwas westlicher davon gucken, gerade wo dieses grüne Rechteck ist. Und zwar am Ostende davon. Hier sehen wir diagonal 4 Kisten stehen und hier drüben 3. Das heißt also, irgendwie muss da was weg. Nimm eine Kiste, renn schnell rüber, hallo Himmelsschuppe, tun das hier in die Mitte platzieren. Nehme ich hier hin. Siehe da, wir bekommen eine Kiste. Ich bin bei 10. Da ich eine mehr habe, ihr müsstet jetzt bei 9 sein. So, nächste Stelle. Das müsste jetzt Stelle 10 sein. Astralwachen Trainingsanlagen. Das ist Nordostplattform, also Bastion der Stärke. Und hier im Süden. Und da brauchen wir die Westseite von. Neben diesem braunen Rechteck. An der Stelle. Es ist mal wieder nicht sichtbar, die Kiste. Aber die ist hier irgendwo am Rand. Wir sehen 2 Piles schon. Mit jeweils einer Mini-Pyramide. Hier fehlt noch eine. Also wir nehmen das hier auf. Springen runter. Setzen das ab und erfreuen uns an Füchsen. Und da müsst ihr das Achievement kriegen, weil das war jetzt eure Nummer 10 gewesen. So, wir sind an der nächsten Stelle angekommen und das müsste jetzt Stelle 11 sein. Ich glaube 11, ja. Bastion des Himmlischen. Dazu von hier zum Beispiel rüberfliegen oder von der Stelle rüberfliegen auf diese kleine Insel, die vom Weltenturm im Nordwesten liegt. Dort ist eine Elite-Himmelsschuppe, also ein bisschen Acht geben. Und wir haben eine neue Spaßsache, nämlich keine Kisten zerstören, keine Kisten hinsetzen, sondern müssen hier schießen. Ja. Bei Grotmatar, das hat ein bisschen gedauert, bis man getroffen hat. Genau, 3 Ziele treffen. Und siehe da, auch hier gehört uns die 11. Und die nächste Stelle. Das müsste Stelle 12 jetzt sein. Ja, Bastion des Natürlichen. Dazu hier unten im Nordosten, da ist ein Überhang, ganz östlich hingehen. Da sehen wir wieder ein Ziel. 1, 2, 3, 4, 5, und zwar 3 Ziele. 6 und wir haben damit auch die 12. So, wir sind an der nächsten Stelle angekommen. Das ist jetzt hier Bastion der Stärke. Das ist das, was ich schon ganz am Anfang mal hatte. Dazu gehen wir zu Bastion der Stärke, das heißt die Nordostinsel. Und hier bei dem Panorama, ganz im Nordosten auf dem Turm, ist wieder so ein Ziel. Da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und ein paar kleine Büchse. Und damit seid ihr hier Bastion der Stärke. Und es sind bei 13. So, ich führe uns mal zum nächsten Punkt, die 14, das Wolkenmeer. Wolkenmeer wird hier drüben sein.
Und ihr könnt einfach von Osten aus starten. Also hier Bastion ist natürlich. Und wenn ihr hier seid, seht ihr schon. Ihr könnt ja seid natürlich hoch, aber seht ihr diese gelben? Da wird alles aufgefrischt, was ihr habt. Ich weiß zwar jetzt gerade nicht, warum die weggegangen sind. Da war gerade. Hä? Bin ich gerade doof? Das erste genommen, das ist danach keine mehr gesehen. Moment. So läuft das hier nicht. Okay, jetzt seht ihr. Damit kann man schön hochkommen. Und alle mitnehmen. Und hier oben erstmal heilen. Das ist ganz wichtig. Das ist ein Korbspiel. Hier oben sehen wir wieder ein Ziel. Da gehen wir hin. Und es geht wieder ab. Wo sind die Ziele? Da. Eins. Zwei. 3, 4, Gott. Gute Augen haben 5. Und damit haben wir die Nummer 14 abgeschlossen. Das wollten wir. So, die nächste Stelle. Es müsste jetzt die Stelle 15 sein. Skarrens Turm. Skarrens Turm. Ist hier ganz im. Hier läuft ein Elementar-Amok. Das ist schön im Südosten. Und wir müssen ganz, ganz hoch hier an der Westseite dessen. Also, wenn ihr dort oben schon wart, euch das angeschaut habt, noch ein bisschen wieder runtergehen. Und hier ist wieder ein Ziel. Da, wo diese Struktur ist, geometrische Struktur. Das haben wir an Zielen. Bewegen wir wieder mal. Ja. 2. Ja. Was noch? Ich würde gern. Hä? Nur 2 Ziele? Oder hab ich irgendwas übersehen? Hallo? Sind ganz weit weg noch Ziel. Wir hatten ja schon welche gehabt, wo es ganz weit weg war. Aber ne, ich sehe nirgendwo noch was. Okay. Wir gehen ein bisschen näher an den Rand. Nochmal. 1. 2. Keine Ahnung, warum die vor uns nicht angezeigt wurden, aber es geht raus, ich wieder rein. Wusste, ich schaffe das. Und dann müsst ihr bei 15 sein. Wir haben es ganz drum geschafft, fehlen also noch 10. So, Stelle Nummer 16. Bastionsweiher. Das ist auf der Südkarte. Da müsst ihr euch hier hin und dann geht ihr hier raus. Bastionsweiher ist ja hier. Und im Nordwesten davon, gerade. Kann sich an diesen Plattformen hier orientieren. Bisschen südöstlich davon sieht man schon wieder die Lichter. Und das ist ein Stein. Also wir hatten jetzt ja schon zerstören, hinsetzen, abschießen und jetzt wieder Stein hochheben. Und darunter unter dem Stein ist eine kleine Truhe. Und damit sind wir bei Nummer 16 gewesen. So, der nächste Punkt. Nummer 17. Bastion der Stärke. Wunderbar aussagekräftig gegenüber der anderen Karte. Wieder Bastion der Stärke gehen. Diesmal müssen wir hier dazwischen auf dieses größere Plateau. Da langsam mit der Himmelsschuppe hochgehen. Es gibt ja auch Möglichkeiten, ihr könnt hier außen auch zum Beispiel euch hochbewegen. Und hier ist wieder ein Stein. Wie ihr seht. Ihr interagiert damit. Selten und kostbar. Bekommt da wieder eine Truhe und damit haben wir die Nummer 17 gelöst. Und die nächste Stelle. Dazu einfach hier schauen, Bastion des Gleichgewichts. Teleporter nehmen. Ihr könnt, braucht nicht höher fliegen, einfach auf dem gleichen Level. Das heißt also, wenn wir dort zurückgehen, sehen wir auch da die kleine Grotte. Und hier am Rand entlang ist der Stein. Wir schnappen ihn uns.
Und siehe da, haben wir Nummer 18 abgeschlossen, Bastion des Gleichgewichts. Und der nächste Punkt dazu schauen wir an. Hier Bastion des Obskuren. Das ist hier bei Spirituelles Zentrum. Und da gibt es ja unten eine schöne Arena und obendrauf diese Graslandschaft. Und wenn ihr schaut, hier so im, ja, keine Ahnung, vielleicht auf 10 Uhr, ist jetzt diese Truhe. Und damit müssten wir jetzt Nummer 19 abgeschlossen haben. Und der nächste Ort, diesmal Keller der Arcana. Das ist hier im Südosten von Bastion des Wissens, an diesem, ja, Turm. Und da nochmal südöstlich von. Und da sehen wir schon wieder einen Stein liegen. Wir heben auf und bekommen wieder noch eine schöne Truhe und haben damit 20 solche Ziele abgeschlossen. Fehlen nur noch 5. So, die nächste Stelle. Das ist jetzt Nummer 21, Bastion des Himmlischen. Dazu hier Weltenturm, also Bastion des Himmlischen. Und im Süden, dort nördlich, und zwar da, wo so viel Suppe drauf ist. Und hier sehen wir ganz leicht, dass es eine Stelle ist. Das heißt, nicht Kisten zerstören, nicht Kisten anordnen, nicht Ziele angreifen, nicht irgendwie Steine hochheben oder wie es schon bei IOD dann noch gab, Kissen reinfolgen, was betätigen. Nein, wir müssen jetzt Checkpoints machen. Das heißt, wir gehen drauf, dann kriegen wir angezeigt, dass dort drüben was ist. Dran denken, wir müssen eine gewisse Zeit dadurch. Sagte. Toll. So. Könnte man natürlich auch Raptor nehmen oder irgendwas anderes. Zwei Sprünge schafft man es aber eigentlich ganz gut. So, komm. Das hat mich gerade gerettet, dass ich wechseln darf. So, und ich habe es, glaube ich, vergeigt. Das heißt, ich darf es nochmal anfangen. So, das war eine Möglichkeit, wie man es nicht macht. Ein anderer macht es auch gerade, wie ich sehe. Das ist halt blöd, dass wir gerade parallel angegriffen werden. Also, wir starten. Meins. Zwei Sprünge. Ein Sprung. Zwei Sprünge. Ein Sprung. Zwei Sprünge. Okay, man kriegt Muster raus. Das war knapp. Nee, jetzt habe ich es natürlich wieder vergeigt. Wahrscheinlich genau an der Stelle. Zwei Sprünge. Wo ist das jetzt? Gleiche Stelle. Das ist doch Wahnsinn. Nochmal. War jetzt knapp vom Ende. Ich denke mal, wir müssen eine Runde hier drehen. Also. Wir gehen durch. Eins. Zwei. Eins. Ja. Hier ist mal, was er wollte schon sagen. Ja. Ja. Und da ist die Kiste. Sehr gut. Okay, dritter Anlauf. Ist noch verzeihlich. Gut. Und das ist die Nummer 21 gewesen. An der nächsten Stelle, und zwar Nummer 22 ist das jetzt, Vegetationskreis am Naturgestade. Das ist hier Vegetationskreis am Naturgestade. Das ist ganz im Süden von Bastion des Natürlichen und da etwas nordwestlich von, auf dieser Klippe, sehen wir hier eine Möglichkeit. Schauen wir mal, wo es hingeht. Okay. Das ist ja wirklich nur hin und her. Und hier ist die Truhe. Selten und kostbar. Okay, es war deutlich einfacher. Das war die Nummer 22 gewesen. So, der nächste Ort. Das ist Nummer 23. Thaumaturgie Park. Das ist hier Wegmarke Bastion des Himmlischen und da nordöstlich davon.
So, ich bin mal gespannt. Das wird uns wahrscheinlich dann in die Richtung führen. Wohin geht's? Wo? Ach, dort. Ich hatte gerade nämlich noch das erste Mal so eine Plattform gehabt, wo die sich bewegt haben und was abschießen konnte. Das können wir gleich mal testen. Okay, das war einfach. War fast noch gerade auslaufen. Beachtliche Belohnung. Und damit haben wir die 23 abgeschlossen. So, die nächste Stelle. Demnach die vorletzte. 24. Akims Turm. Das ist hier im Westen und von diesen Plattformen die ganz westlichste nehmen wir. Da sehen wir schon. Da ist was. Ich vermute stark, wir müssen da rüber. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Und rüber. Und da ist die Truhe. Das war Nummer 24 gewesen. So, wir sind in der letzten Stelle angekommen. Und zwar ist das Bastion der Stärke mal wieder. Auch hier mit Checkpoints. Hier oben, westlich vom Panorama. In diesem Wäldchen sehen wir wieder eine Stelle. So, gucken wir mal, wo es lang gehen soll. Hoch. Hoch. Toll, dankeschön. Ich sehe, es werden noch ein paar Sachen verziehen. Man muss es nicht perfekt machen. Hoch. Ich sehe es nicht. Hoch. Tiefer oder höher? Hoch. Und hier. Perfekt. Und damit müssten wir jetzt das letzte haben. Mehr Lob. Cool. Damit habe ich einmal 7 von 7 schon. Und hier habe ich jetzt den Beherrschungspunkt erhalten. Und auf die Truhe. Den haben wir 10 bekommen. 10 Erfolgspunkte, 1 Beherrschungspunkt und halt sind alle 25 abgegangen. Leider nicht so schön beschrieben wie in der ersten Karte, aber damit haben wir die beiden Sammlungen zu den Schreinwächterkindern fertig. Das wäre es gewesen. Ich wünsche euch noch viel Erfolg mit den Erfolgen und viel Spaß bei Secrets of the Obscure. Euer Landitor. Tschüss.